Ich glaube, es geht schon wieder los. Es ist Montagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Regional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 31. Mai 2021. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Im Jahr 2021 begehen Bund, Länder und Kommunen das Jubiläum 50 Jahre Städtebauförderung. Sie unterstützt seit 1971 Städte und Gemeinden dabei, baulichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, demografischen und ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Die Förderung trägt zu lebendigen, lebenswerten und liebenswerten Städten und Gemeinden bei. Günter Langer hat das mal hier anhand der Stadt Marienberg dokumentiert. Wir möchten Ihnen den ersten Teil seiner Doku zeigen. Jahre Städtebauförderung Bund, Länder, Gemeinden, 30 Jahre Städtebauförderung im Freistaat Sachsen, eine ganz tolle Geschichte auch für unsere Stadt Marienberg. Am 8. Mai haben wir den Tag der Städtebauförderung und in vergangener Zeit haben wir immer einige Baustellen ausgewählt, die wir geöffnet haben, wo also Bürgerinnen und Bürger dort die Baustellen besuchen konnten. Das geht in diesem Jahr leider nicht. Wir werden also ausweichen auf digitale Formate und werden auf unserer Homepage der Stadt Marienberg den Tag der Städtebauförderung entsprechend für unsere Stadt natürlich würdigen. Dementsprechend haben wir einen kleinen Filmclip vorbereitet, der auf diese Präsentation in der Homepage einführen soll. Und zurückblickend möchte ich sagen, 1990 gab es vorbereitende Untersuchungen in der Stadt Marienberg. Wir wissen, die politische Wende hatte stattgefunden. Und unsere Stadt war in einem baulich sehr bedrohlichen Zustand. 90% der Gebäude in der Stadt waren sanierungsbedürftig, 50% davon in einem ruinösen Zustand. Viele, viele Millionen Euro wurden natürlich in den letzten Jahren investiert. Und das wollen wir zum einen in dem Filmclip grob zusammenfassen. Machen Sie sich selbst ein Bild von dem kleinen Filmclip und setzen Sie Ihre Erkundungen fort auf unserer Homepage. Auch ich möchte alle Interessierten an der Städtebauförderung in der Stadt Marienberg begrüßen. Mein Name ist Alina Krause. Ich bin seit 2018 verantwortlich für die Städtebauförderung in unserer Stadt. Vielen Marienberger Bürgerinnen und Bürger ist sicherlich die Frau Brückner noch bekannt aus ihrer jahrelangen Aufgabe in diesem Gebiet. Lassen Sie uns nun gemeinsam einen kleinen Rundgang durch die Städtebauförderung der historischen Altstadt Marienberg anhand einiger ausgewählter Großprojekte machen. Beginnen wir im Herzstück unserer Altstadt, dem Marktplatz. Bevor der erste Stein bewegt wurde, fanden umfangreiche Beratungen in der Verwaltung und den städtischen Gremien statt. 2009 erfuhr unser Marktplatz anschließend seine Verschönerungskur. Neben dem vorübergehenden Abtransport des Stadtgründers Herzog Heinrich musste das Gebäude Alte Warte, ein ehemaliges Gebäude für Fahrscheinausgabe, Stromversorgung und Imbiss, abgerissen werden. 100 mal 100 Quadratmeter Fläche wurden mit massiven Granitplatten sowie Klein- und Großpflaster belegt. Es erfolgte außerdem eine Einfassung mit Schwellenborden. Als Highlights erfolgte die Herrichtung eines Springbrunnens sowie des neuen Standortes des Stadtgründers Herzog Heinrich. Für diese Maßnahme wurden inklusive kleinerer Folgemaßnahmen am Marktplatz insgesamt rund 2,6 Millionen Euro förderfähige Ausgaben investiert. Diese wurden mit Fördergeldern des Bundes und des Landes aus der Städtebauförderung mit rund 2,1 Millionen Euro unterstützt. Direkt neben dem Marktplatz befindet sich unser schönes historisches Rathaus.
Mitte der 90er Jahre wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten am und um dem Marienberger Rathaus durchgeführt. Der Hauptteil der Arbeiten erfolgte von 1994 bis 2000 und erfasste auch die Gebäudekomplexe an der Amts-, Töpfer- und Ratsstraße. Es wurden alle Nebengelasse des Innenhofes, Innenwände, Decken, Fußböden, Tür und Fenster abgerissen. Anschließend wurde die neue Raumstruktur durch Errichtung von Trockenbauwänden hergestellt. Es wurden unter anderem auch eine neue Decke im historischen Ratssaal eingebaut und die gesamte Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallation erneuert. So entstanden auch die Räumlichkeiten des Bürgerbüros und der Touristinformation. 2007 bis 2008 erfolgte noch die Sanierung des Ratskellers und 2018 wurde ein behindertengerechter Zugang sowie ein Treppenlift eingebaut. Für diese Maßnahme wurden insgesamt rund 3,3 Millionen Euro förderfähige Ausgaben investiert. Diese wurden mit Fördergeldern des Bundes und des Landes aus der Städtebauförderung mit rund 2,6 Millionen Euro unterstützt. Den kompletten Bericht können Sie bei uns im Wochenrückblick sehen und den zweiten Teil gibt es dann morgen hier an dieser Stelle. Endspurt im Schülerwettbewerb Demokratie selbstverständlich. Die Einreichungsfrist der Schülerarbeiten für den Schülerwettbewerb Demokratie selbstverständlich wurde letztmalig auf den 10. Juni verlängert. Dadurch sollen die im Homeschooling befindlichen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre Arbeiten abzugeben. Der Landrat des Erzgebirgskreises hat zum Schuljahresbeginn 2020/21 den Wettbewerb anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit ausgelobt. Dabei sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit den geschichtlichen Ereignissen, insbesondere aus der Zeit der friedlichen Demonstration auf dem Gebiet des heutigen Erzgebirgskreises, auseinandersetzen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, das Thema Demokratie näher zu betrachten. Teilnehmen konnten die Klassenstufen 7 bis 10 der Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen des Erzgebirgskreises. Einzureichen sind die Arbeiten an das Landratsamt Erzgebirgskreis, Büro des Landrates in der Paulus-Jenius-Straße 24 in Annaberg-Buchholz. Eine Jury wird im Anschluss die Einsendungen begutachten und die Gewinner der Preise bestimmen. Ja, an dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren, blicken wir über unseren Tellerrand hinaus nach Mittelsachsen. Klingt weit weg, ist aber trotzdem noch unser Erzgebirge. Wir schauen nämlich mal nach Freiberg. Auf dem Areal Reiche Zeche herrscht reges Bautreiben. Das ist auch der Grund, dass der untertägige Besucherverkehr bis voraussichtlich Ende des Jahres eingestellt ist. Trotzdem möchte man den Bergbauinteressierten ein Alternativangebot erarbeiten und dann auch anbieten. Aber was wird denn überhaupt so gewerkelt an der Reichen Zeche? Unsere Kollegen von Kanal 9 Erzgebirge haben sich vor Ort mal umgeschaut. Das Freiberger Revier war mehr als 8 Jahrhunderte ein bedeutendes Zentrum des Bergbaus und der wichtigste sächsische Silberlieferant. Die Himmelfahrt-Fundgrube mit der Reichen Zeche zählte einst zu den fortschrittlichsten Bergwerken in Europa. So sah es noch vor kurzem auf der Reichen Zeche aus. Nun hat der Umbau des Fördergerüstes und der Fördermaschine auf der Reichen Zeche begonnen. Ich freue mich, Sie heute hier auf dem Forschungs- und Lehrbergwerk der Bergchemie Freiberg begrüßen zu dürfen, auf der Schachtanlage Reiche Zeche. Was heute hier passiert, ist der erste Schritt der Generalsanierung unserer Schachtanlage. Heute
wird das Fördergerüst ausgehoben, das in den kommenden Monaten neu erstellt wird. Im vierten Quartal soll es dann neu stehen. Das ist der erste Schritt einer Abfolge von großen Baumaßnahmen, die in den nächsten Jahren die Zukunftsfähigkeit des Forschungs- und Lehrbergwerks sicherstellen sollen und mit dieser Zukunftsfähigkeit dann auch natürlich das Angebot, das touristische Angebot des Silberbergwerks entsprechend gesichert wird. Bereits am Vortag begannen die ersten Demontagearbeiten am Fördergerüst. So wurden das Kopfschutzdach und die Seilscheiben abgehoben. Das jetzige Schachtgerüst ist Anfang der 50er Jahre erstellt worden und über die Jahrzehnte haben wir Korrosionsschäden in den damals verwendeten Stählen. Und hat sich die Frage gestellt, sanieren oder ersetzen wir? Die Entscheidung ist aus sicherheitlichen, wirtschaftlichen Gründen für einen Ersatz gefallen, der allerdings das Ambiente, das Ansehen der alten Anlage beibehalten wird. Das heißt, der gewohnte Blick aus der Stadt, aus Richtung Bad Erbisdorf kommend, auf das Forschungs- und Lehrbergwerk wird so erhalten bleiben. Spektakulär wurde es am Folgetag. Das 34 Meter hohe Fördergerüst wurde in einem Stück ausgebaut. Mit einem Spezialkran wurde dieses Gerüst herausgehoben. Für das Unternehmen Schachtbau Nordhausen war es keine alltägliche Aufgabe. Der Ausbau des Fördergerüstes gestaltete sich für alle zu einer Geduldsprobe. Nachdem das Stahlgerüst am Kran hing und die Verankerung am Boden mit einem Schweißgerät gelöst waren, wurden die Bolzen zwischen Fördergerüst und den Schrägstützen durchtrennt. Jedoch mussten nach 14 Uhr noch einige Nacharbeiten vorgenommen werden. Gegen 16 Uhr hing das 42 Tonnen schwere Fördergerüst frei. Millimeter für Millimeter wurde es nun herausgehoben. Am Ende gab es noch ein Problem. Die Hebebühne ging kaputt. Somit wurde das Ablegen des Gerüstes auf dem Gelände verhindert. Nachdem dieses Problem behoben wurde, konnte endlich das Fördergerüst abgelegt werden. Zum Schluss wurden noch die Schrägstützen herausgehoben. Zu Beginn des vierten Quartals diesen Jahres möchten wir die Maßnahme für alle sichtbar hier oben stehen haben. Mit den abschließenden Maßnahmen, sodass wir zu den Mettenschichten eigentlich wieder im Betrieb sein wollen. Die Sanierung des Fördergerüstes stellt den Auftakt für eine Vielzahl weiterer Baumaßnahmen dar, die sich über die nächsten Jahre erstrecken. Dazu gehören unter anderem die Modernisierung der gesamten Schachtförderanlage sowie Maßnahmen zur Verbesserung der untertägigen Wetterführung und der Infrastruktur. Die Gesamtmaßnahmen werden vom Freistaat Sachsen getragen. Der Freistaat stellt in den nächsten Jahren eine Summe von mehreren Millionen Euro zur Verfügung für die Gesamtgeneralsanierungsmaßnahmen. Was Sie hier sehen, ist nur der erste Schritt. Das, was wir über Tage sieht, die ganzen Maßnahmen gehen natürlich mit einer neuen Fördermaschine im kommenden Jahr und dem Durchbau auf die dritte Sohle auch in den kommenden Jahren weiter. Nach der Sanierung, voraussichtlich Ende 2021, können die Besucher wieder das umfassende Führungsangebot nutzen, zu denen auch die zwei für die Sächsische Landesausstellung neu konzipierten Touren gehören, die Entdecker- und Forschertour. Blicken wir nun in unseren Serviceblock mit dem Regionalwetter. Einen Blitztipp haben wir für Sie und natürlich schauen wir in die Polizeiberichte. Thermalbad Wiesenbad. Ford kam von Fahrbahn ab, Fahrer erheblich alkoholisiert. Am Samstagabend, dem 29. Mai um 18.35 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Deutscher mit einem Pkw Ford die Hauptstraße K7110 aus Richtung Neuendorf in Richtung der S222. In einer leichten Linkskurve kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Bäumen und zwei Leitpfosten. Der 55-Jährige erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.
Der Sachschaden summiert sich auf rund 54.000 Euro. Die Polizisten am Unfallort bemerkten im Gespräch mit dem Ford-Fahrer jedoch auch Alkoholgeruch. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,36 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie Unfallaufnahme war die K7110 bis gegen 20.50 Uhr gesperrt. Einen Blitzer für morgen habe ich für Sie noch zu melden. Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeiten in Weißenborn auf der Dorfstraße. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Also achten Sie einfach auf einen dunkelgrauen Caddy am Fahrbahnrand. Das heißt, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart bekanntlich Geld und Ärger. Nun, ob das Wetter uns einen Anlass zum Ärgern bietet, ja, das klären wir jetzt beim Blick ins Wetter. Das war er also, der Frühling 2021, und der war zurückblickend insgesamt unterkühlt. Und es sieht so aus, dass der Mai 2021 der kälteste seit 1991 ist. Und dann habe ich noch die Werte von heute früh aus Kühnheide für Sie. Minus 2,4 Grad waren gegen 6 Uhr am offiziellen Messpunkt in 2 Meter Höhe. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet im Großen und Ganzen klar. Nur gelegentlich können einzelne Wölkchen übers Firmament huschen. Ja, man bekommt also den abnehmenden Mond und die Sterne wunderbar zu Gesicht. In den Tallagen kann sich allerdings Nebel bilden. Niederschlag steht dafür nicht auf dem Programm. Die Null beim Niederschlagsrisiko zeigt das recht deutlich an. Ja, die Nachttemperaturen schaffen es örtlich sogar in den zweistelligen Bereich. In Olbernhau, der Stadt der Sieben Täler, werden zwischen 6 und 9 Grad erwartet. In Marienberg am Goldkinnstein zeigen die Thermometer zwischen 5 und 9 Grad an. Und in der MZ-Stadt Zschopau wird es mit 4 bis 11 Grad, wie gesagt, zweistellig. In den Höhenlagen kann es allerdings auch wieder Bodenfrost geben. Der Wind weht dabei nur schwach mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Dienstag beginnt meteorologisch betrachtet der Sommer, und das geschieht in der Früh mit einem bewölkten Himmel. Gegen Mittag lockert es auf, der Himmel ist leicht bewölkt und die Sonne hat einige Anteile am Wettergeschehen. Der Nachmittag ist dann bedeckt, ohne sonnige Momente, und wolkig geht's dann in die Nacht hinein. Auf der Abrechnung stehen am Ende des Tages bis zu 5 Sonnenstunden und eine Null beim Regenrisiko. Die Temperaturen, liebe Zuschauer, sind weiter auf dem Weg nach oben. In Neuhausen am Schloss Purschenstein gibt es 7 bis 18 Grad. In gebirgige Luppland am Tourismuszentrum klettert das Quecksilber auf 5 bis 17 Grad. Und in Hohndorf am Haus der Begegnung werden Werte von 8 bis 19 Grad erwartet. Der Wind weht dabei schwach mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus nördlicher Richtung. Und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was da noch kommt. Und das ist logischerweise der Mittwoch. Ja, und der Mittwoch ist im Grunde genommen ein Abbild des Dienstags. Es gibt einen leicht bewölkten Himmel und die Sonne hat das Zepter in der Hand. Die Temperaturen gehen mit 9 bis 21 Grad das erste Mal in den 20er Bereich. Der Wind weht dann leicht aus Südosten. Der Donnerstag sieht dann genauso aus. Leicht bewölkt geht es am Himmel zu. Die Sonne ist weiter federführend. Niederschlag ist gleich Null. Temperaturmäßig zeigt der Temperaturtrend weiter nach oben. 12 bis 24 Grad gibt es bei einem leichten Wind aus Südosten. Ja, und wie das dann in der folgenden Woche, in den folgenden Tagen so weitergeht, ob der Trend irgendwann gipfelt, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Das war es auch schon vom Montagsmedial, und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten.
Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter www.mef-line.de und oder glückauf.tv. Damit wünsche ich Ihnen einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.